mein Leben besteht nur aus Ärger und Problemen. Und aus irgendeinem Grund halten sich meine Eltern für was Besseres. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein Hund. Oh, Tyler, mein Junge, bitte füttere Fido. Er ist auf der Veranda. Und nimm auf jeden Fall die Metallschüssel, aber gib auf die Blitze Acht. Du hast es gut, mein Kleiner. Nur Spaß und keine Arbeit. Ein durch und durch Sorgen... Oh nein, ich bin ein Hund! Keine Angst, Tyler. Zwischen uns wird sich nichts ändern. Nur, dass du nicht mehr auf der Couch sitzen darfst. Und Fido, du darfst nicht deinen Hintern über den Teppich schubbern. Zeit fürs Fressen. Wow, Wahnsinn, wie das blitzt. Hier ist deine Metallschüssel. Oh, ich bin wieder ein Junge. Ich dachte immer, es wäre cool, ein Hund zu sein, aber jetzt weiß ich bin lieber ich selbst. Auch wenn ich kein typisches Kind bin. Das ist okay. Tyler, du bist wieder da. Jetzt kann ich endlich wieder ins Restaurant essen gehen, ohne dich an der Parkour anzubinden. Ach, oh, das ist wunderbar. Willkommen, mein Sohn. Das war jetzt aber echt knapp. Vielleicht sollten wir lieber reingehen, bevor jemand... Oh je. Botschaft. Hi, ich bin Stan, der Star aus Freaky Fido. Und ich bin hier, um über eine Herzensangelegenheit zu sprechen. In Speck eingewickelte Freilandkatzen. Das ist Professor Love Muffin. Wir fanden ihn in einen Käfig eingesperrt, dazu verurteilt, seinen eigenen Speck zu fressen. Aber dank Ihrer Spenden können wir Professor Love Muffin oder einen seiner vielen Freunde auf Stans Ranch für in Speck eingewickelte Freilandkatzen schicken. Wo sie in Speck eingewickelt frei herumlaufen können. Bis ich sie fange und fresse.